Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Alien Isolation, nachdem ich in der letzten Folge ganz schön rumgeballert habe, um mich gegen diese Täten durchzusetzen. Muss ich mich jetzt mal kurz orientieren. Ich glaube, da muss ich rein. Genau, hier waren die beiden Syntheten, die mir furchtbar auf den Zipfel gegangen sind in der letzten Folge. Ich hoffe, der bleibt jetzt da wesen liegen und ist tot. Na, der sieht nicht gerade gesund aus. Ich glaube, der steht nicht mehr so leicht auf. Dem Sicherheitssystem gehe ich trotzdem mal aus dem Weg und werde es mal deaktivieren. Beziehungsweise den Kamerafeed. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Weg damit. Das macht nur Probleme. So, mal kurz umgucken nochmal. Ah, guck mal, da lagen ein paar Komponenten, die nehme ich doch gleich mit. Ansonsten liegt hier leider nichts, sehr schade. So, ich denke mal hier hinten geht's. Nein, nicht schon wieder irgendwelche. Und schon wieder Kamerafeed. Jetzt sag mal, die wollen mich doch hier wohl echt ärgern, oder was? Ich habe keine Elektroschocker-Munition mehr, das ist das Gemeine. Ich soll mal wirklich mit der Pumpgun rausschießen, aber ich weiß nicht, inwieweit das was bringt gegen diese Heinis. Oder man muss sich vorbeischleichen. Boah, ich habe gerade gedacht, da steht schon einer auf. Ich will da rein. Danke. Da ist die Neuverkabelung. Die aktivieren wir es auch mal in diesem Raum fix. So. Weg. Ah, weg. So. Ja, ich weiß nicht, ob die nochmal aufstehen oder nicht. Ich werde mir schon mal einen Fluchtgang auf jeden Fall bereithalten. Dann nehme ich ein paar Schwindelmittel nochmal mit. Scheiße, der geht wieder zu, der Gang. Na toll. Ich guck mal kurz auf die Karte. Da soll ich eigentlich hin. Ich weiß nicht, ob die tot sind. Ich würde... Der sieht tot aus. Der ist angeschossen. Der ist nicht so tot, wie er sein sollte. Leider. Folgen Sie mir bitte. Ja, folgen Sie doch selber. Nein. EMP-Granate. Also ich habe auch gar keine Chance, außer EMP-Granaten zu werfen. Oder ich verballe halt ultra viel Munition. So, die sind erstmal weg vom Fenster. Machen keinen Unfug mehr. Das Doof ist auch, dass sie nichts mehr in sich haben. Wirklich. Ich meine, ich glaube, man könnte sich auch an allen denen vorbeischleichen. Jetzt ernsthaft noch mehr. Also irgendwann gehen mir auch die EMP-Granaten aus. Ich habe eine andere Idee. Ich lasse mal ein bisschen Alarm auslösen. Bewegt sich jetzt einer von denen? Gut, der kann sich nicht bewegen, der hat keinen Kopf mehr. Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Denn ich würde nur ungern wollen, dass die mir mal irgendwann im Rücken fallen. Er sieht auch tot aus. Also es ist ziemlich räudig, dass einem hier mit solchen Gegner konfrontiert wird die ganze Zeit. Ah, guck mal, hier würde der Gang rausgehen. Nicht, dass die erst auf der Rücktür zu mir kommen oder aktiv werden. Das kann ich echt nicht mehr gebrauchen heute. Hey, wie kriegt denn dieses Kamerafeed weg? Ach, da hinten ist die Wahlverkabelung, alles klar. Jetzt habe ich es gesehen, jetzt kann ich da auch drauf zugreifen. So, Kamerafeed weg. So. Der ist nicht wirklich tot. Der scheint aber auch nicht wirklich richtig zu funktionieren. Der bewegt sich so komisch. Als wenn er versucht aufzustehen, aber nicht aufstehen kann. Dann werde ich mal fix das Sicherheitssystem knacken. Da ist der Code. So, den...
den und na, den letzten nicht. Hey, wie doof. Kinder. Ah, trotzdem noch geschafft. Wie ein kleiner Mist mit Lind, ich weiß auch nicht. Irgendwas ist hier schon wieder in der Nähe. Hä? Ach, da ist ein Mensch. Ich weiß nicht, ist der mir... Alles Samuel. Ridley, gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Na, Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Syntheten auf ihn zugreifen können. Was? Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Was Drastisches? Was will er denn für machen? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was Drastisches? Ah, Strom wiederherstellen. Das sieht doch nicht so lecker aus. Da will ich lieber nicht anfassen. Dann würde die gute alte Amanda wahrscheinlich ziemlich zittern. Das kann ich leider noch nicht nachkräften. Müsste Samuel sein, der da rumläuft? Hoffe ich doch mal. Ich möchte nicht schon wieder mit irgendwelchen Syntheten konfrontiert werden. Ja, das ist Samuel. Was macht der da? Ich dachte erst wirklich, Samuel ist ein Verräter, aber anscheinend nicht. Die Strom wiederherstellen, da kommen wir noch nicht weiter. Irgendwo müssen wir jetzt definitiv den Strom erstmal herstellen. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Was? Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Okay, Neuformatierungskammer. Jetzt bin ich gespannt, wie wir das anstellen wollen. Dafür müssten wir also Syntheten dann wieder reinjagen und dann formatieren, wa? Auf unsere Bedürfnisse hin formatieren, sozusagen. Das klappen wird. Ich bleib skeptisch und ich werde jetzt auch erstmal kurz speichern. Das wird mir sonst ein bisschen zu heikel. Ich kann nicht abschätzen, inwieweit, wahrscheinlich habe ich nein gedrückt, inwieweit das Auswirkungen haben wird auf die Umgebung und auf uns. Hoffen wir nur, dass nicht schon wieder jemand stirbt auf meinem Team. Ich weiß auch nicht, ob die gute alte Tyler das geschafft hat. Oh, hier sieht's ja aus. Blitzgewitter sozusagen. Für Arme. Die Dinger deaktivieren oder aktivieren kann ich nicht. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Was denn nun? Geht das doch mal mit uns? Was macht ihr da? Warnung, Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung, ungefugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuel? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Wie jetzt? Scheiße! Samuel, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die Sixen-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst! Okay, zuerst rot. Ich bin rot. Ich höre. 25% War es richtig? Gefunden. Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. What the hell? Habe ich was falsch gemacht? Von welchem roten Kabel hatten wir jetzt gesprochen? Da ist ein rotes Kabel. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Da sind überall rote Kabel. Samuels, nein! Aber was sprechen die hier eigentlich gerade? Also der war schon mal nicht richtig.
Von welchem roten Kabel hat die gesprochen? Ah, die meinen das ganz gut da. Das ist grün. Cool, Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Ja, da war das Rote jetzt, richtig? Bitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Das ist rot. Okay. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Das ist das Rote. Ich habe das falsche Kabel aktiviert. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die Sixen-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Okay, das rote Kabel. Okay, zuerst rot. Ich glaube, das ist das rote. Evakuieren. So. Okay, rot ist gelöst. Rot erledigt. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie es sehen? Ja, ich versuche es. Ich folge dem blauen Kabel und ich schätze mal das blaue Kabel total. Das hätte ich hier geil gemacht schon wieder. Also habe ich das eben falsch gemacht beim ersten Mal. Okay, blau ist auch raus. Ich hab's. Blau getrennt. Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen. Apollo macht es mir nicht leicht. Ich brauche das nächste, Samuels. Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer umgeworfenen Tragbarke. Eine Steckdose? Gut, das mein Job. Gefunden. Nur noch zwei, Ripley. Zwei? Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Meine das hier oder was? Ich versuche mal mein Glück. Hab's gefunden, Samuels! Jetzt nur noch eins, Ripley! Das hier. So. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Geht jetzt diese eklige Beleuchtung weg? Oh, ein Glück. Ja, jetzt immer mit Strom spielt man nicht, ne? Das ist auch eine Scheiße hier, Alter. Können wir da rein jetzt? Nein. Wow! Samuels. Sie sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samia. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Okay, also der gute alte Samuels hat es nur gut gemeint. Und wir sollen jetzt zum Kern. Ich frage mich, wo der ist. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Ja, wo ist denn der gute alte Ricardo? Ich bin hier, tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo mal kurz gucken, wo wir auftragen, die Abregelung aufzuheben. Okay, nehmen Sie den Privattransit zum Apollo-Kern. Aha, okay, wo ist denn der Apollo-Kern? Da ganz hinten müssen wir wieder hin. Weil wir haben doch hier noch gar nicht alles abgesucht, oder? Weil hier vorne nicht auch noch eine Speicherstation. Ja, war gerade so. Guck mal, hier ist doch noch ein Türchen und so. Hä? Zeitgurt. Okay, ich versuche mal mein Glück. Ah, guck mal, da ist er. Der. Und jetzt wird nur noch der. Tadam. So, Zugriff gewährt. Da haben wir ein bisschen Ethanol, den nehmen wir mit. Bindemittel, können wir auch gut brauchen. Aber hier noch, schönes, mehr nicht. Das war schon. Das
war ja keine sehr reiche Ausbeute, sag ich mal. Soll ich irgendwas questen dafür? Nein. Ich guck hier nochmal ganz kurz rum. Aber hier scheint alles kaputt zu sein, wa? Genau, hier sind wir beim letzten Mal langgelaufen. Dieser Weg hat sich noch mit aufgetan. Da bin ich ja eigentlich nicht wieder rausgelaufen. Ich weiß nicht. Wenn wir jetzt erstmal kurz speichern, werden wir da links reingehen. Mal gucken, was da so Schönes zum Abchecken gibt. So, ja, wir wollen speichern, definitiv. Diese strommäßige Tragödie will ich noch mal, nicht nochmal durchleben. Munition nehme ich gerne mit. Schrott auch. Aber noch was anderes? Will ich noch was? Ein bisschen Bindemittel, das nehme ich auch mit. So, und das war schon wieder. Leider sind die Ausbeuten nicht sehr groß. So, ich hoffe, die Syntheten werden wir nochmal ein Lebenskittchen, also ein Medikit reinfeuern. Das kann ich gut gebrauchen. Öffne ich das nochmal fix nach. So, Gerät hergestellt. Perfekt. Die Pumpgun wollen wir allerdings nicht. Wir wollen den Revolver haben. So, jetzt nichts hier zurück. Ich muss sagen, die Syntheten machen mir nichts. Entschuldigung. Die Syntheten machen mir nicht so viel Angst wie das Alien damals. So, ich glaube, hier sind wir richtig. Da kommen wir raus. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, oder? Irgendwas war gerade auf der Karte. Irgendwas hat meinen Tracker gerade aufgenommen. Ich will gar nicht... Ah! Ich bin weg. Da war gerade ein mechanischer Kumpel, den wollen wir eigentlich nicht begegnen. Da geht nicht weiter, weil ich glaube, hier vorne kommen wir wieder raus. Irgendwo. Hoffe ich jedenfalls mal. Das wäre jetzt mega scheiße, wenn die alle wieder da wären. Alter, wo wird der Gang gehen? Der ist so lang gerade. Da kommt man raus. Aber ich würde gerne mal wissen, wo man hier ganz hinten noch lang kommen kann. Ah, guck mal, da liegt noch eine Komponente, die nehme ich doch gerne mit. Die suchen anscheinend nach mir. Scheiße, meine Batterie ist alle. Die Batterien gehen jetzt in letzter Zeit echt schnell leer, finde ich. Da können wir raus. Da liegt sogar noch ein toter Mensch. Wunderbar. Will hast du was für mich? Nee. Klettern wir mal raus hier. Erstmal orientieren kurz. Da sollen wir raus. Ich habe den komischen Robo-Heini jetzt auch gar nicht mehr gesehen. So, hier geht's weiter. Hier waren wir ja zum Glück schon mal. Vielleicht aber ganz hinten noch mal ganz kurz rein. Oder sagen, warum wird die Musik gerade so komisch? Ach, das sind diese komischen Teile da. Ah, es reicht noch nicht. Ich finde mal ein Bauteil, um die Sachen zu vervollständigen, um die Sachen herstellen zu können. Hier ist leider finster wie im Sack. Das ist nicht schön. Kann man da noch was mitnehmen? Nein, Geräuschmacher brauchen wir nicht. Komponenten liegen hier keine mehr. Dann wollen wir hier wieder raus. So, hier vorne können wir gleich nochmal ganz kurz speichern. So, perfekt. So, gespeichert haben wir damit auch nochmal. Wunderbar. Das Audio hatten wir uns schon angehört. Die Leuchtfackel brauchen wir jetzt nicht wirklich. Ich
frage mich, was noch alles kommen wird. Da hätte ich doch eigentlich gar keine Lust drauf, dass schon wieder irgendwas Böses passiert. Fred, ich habe hier gerade was gefunden, eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Schieß ab, ein Gummi, Alter. Sie sind Marlow, oder? Ja. Ich bin Taylor, Sektorleiterin Wayne und Yutani. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädels-Trennungstrauma? Halten Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayne und Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Oh nein! Ich hab's gehört. Die versuchen doch nicht ernsthaft jetzt mit der Hilfe der Anne-Sidora zu diesem Planetoiden zu kommen, um dann noch mehr von diesen Aliens zu holen. Und ich höre, dass das Endlevel nachher auf irgendeinem Planetoiden ging, eine Alien-Königin ist oder sowas. Oh Mann, das wäre übel. Das wäre richtig übel. Ah. So. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf hier und jetzt. Gucken wir mal, wie wir jetzt am besten nach Krieg kommen. So, hier vorne sollen wir hin. Irgendwo. Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Was ist das denn von Heini? Warum steht er da? Was macht er da? Bist du Freund oder Feind? Er hat keine roten Augen. Ich glaube, er ist freundlich. Ich bin mir nicht so sicher gerade. Ich traue diesen Heinis auch nicht, wirklich. So, wir sollen zum Apollo Privattransit. Hört sich ja hier lustig an. Wie sehr witzig. Entschuldigung. So, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ich glaube, wir müssen sogar zu dem hier, oder? Rufen wir mal erstmal den Transit. Mal sehen, was dann passiert. Was dann nachher so steht. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen krank. Apollo Core. Aha. Da wollen wir eigentlich hin zum Apollos Kern, ne? Ja, ich frage mich immer noch, sind wir da richtig? Sind wir da nicht richtig? Ich hoffe es doch wirklich sehr, dass wir hier richtig sind. Ich schätze mal, Apollo wird sich garantiert mit ganz vielen Syntheten umgeben. Zum Apollo-Kern, wunderbar. Und dann wollen wir mal zum Apollo-Kern. Mal sehen, wie es da so ist. Aber dann eine gewisse Erlösung finden, beziehungsweise auch dieses Schiff vielleicht unter Kontrolle bringen können. Dass die da nicht weg sind. Sie sind auf dem Stockwerk über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abwicklung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Okay, hoffen wir doch mal. Ich überlege gerade, ob ich hier schon mal war. Ich glaube nicht. Ja, die Colonial Marshals sind mir ziemlich egal, denn die gibt's gar nicht mehr. So, ich will hier nochmal kurz gucken, da ist alles privat. Morgen gemeinsam.
Ach, das ist doch dieser komische Spruch von, ja, das kennen wir alle schon. Gefahreneindämmung, okay. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Okay, dieser Spedding hat anscheinend versucht, der Katastrophe ein bisschen entgegenzuwirken. Hat aber nicht wirklich funktioniert. Das ist die Schuld von alten Apollo hier. Okay, ich werde die Sachen schon mal reinmachen hier. Eindrücken sozusagen. Mein Craften kann ich noch nicht direkt, weil ich die, wenn ich alle Komponenten habe, um das herzustellen. Aber vielleicht kann man ja wesentlich die Resten hier noch aufnehmen. Da, zum Beispiel die Komponente konnten wir jetzt noch mitnehmen, fix. So, ich bin gespannt. Ich meine, wir haben ein großes Alien überlebt, dann werden wir doch auch einen kleinen Roboterkern überleben, oder? Oder auch nicht? Wer weiß das schon? Finden wir einfach raus. So. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Hinterlassen Sie keinen Abfall. Ich doch nicht. Ich hinterlasse keinen Abfall. Ich hinterlasse nur Schrott. Nee, stimmt ja gar nicht. Den Schrott sammle ich ein. Stimmt ja. Ich bin so umweltfreundlich und umweltbewusst. Glaubst du gar nicht. So. Apollo bedanken sich. Jetzt nehmen wir unsere Waffen. Die jetzt sagt, wir müssen... Nee. Jetzt ernsthaft? Oder sagen, müssen wir jetzt ernsthaft ohne unsere... Nee, jetzt, oder? Wir müssen jetzt ernsthaft ohne die Waffen durch. Oh nee, nee, das glaube ich ja jetzt nicht. Die wollen mich doch verarschen. Wir müssen jetzt echt ohne die Waffen. Fahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaumänner von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Eine Hintertür? Ey, ich habe keine Waffen mehr, ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch ein paar Wurfgegenstände. Soll ich einen Zugangscode suchen? Wunderbar, ich fühle mich ein bisschen angearscht. Ich weiß nicht warum, aber... Okay, mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Okay, da sehen wir schon mal der Sicherheitsgurt. 4930. 4930. Gut, das Internet haben wir schon mal jedenfalls gelöst. Oh. Sieht ja hier interessant aus. Für eine Leiter anzugrischen könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Gut, aber zuallererst, gute Dame, speichern wir jetzt erstmal. Ja, ich möchte speichern. Das könnte jetzt ein bisschen knistern. Da komme ich schon mal durch. Lange dunkle Gänge. Wunderbar. Meine Spezialität. Nein, nicht wirklich. Ich will hier einfach nur irgendwie weiterkommen. Da lag nichts mehr, schade. Hier liegt auch nichts mehr. Wo kann man denn die Sachen abschalten? Beziehungsweise wo sind denn überhaupt die Sachen zum Abschalten? So, ich werde mal kurz nochmal die andere Seite ausprobieren. Mal da hinten durchkommen überhaupt. Es gibt eine blaue und eine orange Seite. Ui. Da kommen wir nicht weiter. Es gibt so viele Wege hier, ne? Glaubst du gar nicht? Schrott. Was habe ich gerade mal voll. Auch mal voll. Gucken wir erstmal hier auf den Sevastolink. So, Apollo-Informationsblatt.
warum sie sich für ein warum sie sich für ein Apollo-System und ihre Welt okay. Weil so Freigabe ist leider nicht. Schade. Kann nicht gesendet werden. Auch nichts. Kein Pfad. Nur dieser dämliche Verkaufsinformation, die interessiert mich aber nicht. Herzlich wenig. Gut, ich würde jetzt mal auf dieser Seite mal weiter rumlaufen. Halt. Ist irgendwas. Irgendwas ist hier im Busch. Sicherheitszugangsgenerator. Den hacken wir mal fix. Genauso in die Ecke gequetscht, ist ja wunderbar eklig. So. Und hasta la vista. So. Das haben wir geschafft. Schalten Sie den Stromleiter aus. Der ist offline. Was ist denn das? Unten sind Androiden. Im Stromleiter drin sind Androiden. Können wir die jetzt nochmal benutzen? Okay, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier genau mache gerade. Aber ist mir auch egal. Hauptsache, ich kriege die Sachen zusammen. Oder? Schalten Sie den Strom aus. Ziel aktualisiert. Ach, der kommt. Jetzt kapiere ich das erst. Der kommt und drückt den Strom wieder an. Diese kleine Krücke da unten drückt den Strom mal wieder an. Darum geht es eigentlich die ganze Zeit. So, wie kriege ich diesen Hugo dazu überredet, das nicht zu tun? Ich denke mal, dafür muss ich wohl da runterkrabbeln, wa? Ich weiß gar nicht, warum die Musik gerade so dramatisch wird. Das ist doch gar nicht dramatisch, was? Weil ich gerade ein bisschen von dem Typen verarscht werde. So, jetzt reicht es mir aber echt gerade. Ja, etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgesetzten Smelling und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Wenn er Ihnen dann den Marsch bläst, das kommt mit besten Grüßen von mir. Okay, das habe ich geschafft. Ricardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten Sie über den Turbinenschacht Zugang halten. Die Turbine läuft heiß, Ricardo. Auf vollen Touren. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Eine Notabschaltung? Was für eine Art von Notabschaltung meint wer? Ich komme irgendwie schlecht durch die Tür durch. Vielleicht bin ich zu fett geworden. Ich bin auch schon ewig nicht mehr von dem Alien weggelaufen, das könnte es sein, ja. Ein bisschen Jogging würde mir wahrscheinlich wieder gut tun. So, Freigabe, Fehler, Auto. Da komme ich nicht drüber. So, soll ich das hier vielleicht deaktivieren jetzt? Ja, ich habe bloß die falsche Reihenfolge der Deaktivierung jetzt weg, wa? Wir scheinen erstmal weg zu sein. So, ich versuche mal mein Glück fix, das zu deaktivieren hier. Ach, scheiße. Äh?
Warte mal, ich will einen neuen Code. Der Code ist hier ziemlich verwirrend. This. Zugriff gewährt. Zugang ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich. Wenn Apollo-Systeme überhitzen, werden Sie neu starten. Okay. Das machen wir mal unser Glück. Dann machen wir eine Szene, wo man klettern muss. Wunderbar. Der ist einfach nur weg. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hibis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Hibi? Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Tja, der gute alte Samuels. Au! Harte Landung. Oh, hier können wir noch mal speichern. Wunderbar. Oh, dieses Privileg können uns die Syntheten nicht nehmen. Ja, ich will speichern. Ja. Oh, Mann. Alter Schwede. Was muss ich eigentlich noch alles machen, um irgendwie mal Land zu gewinnen? Was liegt denn da? Ach, ein Sensor. Meine an. Mist, reicht leider nicht. Behalt mal die Rohrbombe, falls ich mal so einen ekligen Hiwi treffe, dann kann ich den gleich ausschalten. Der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Kacke. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Oh. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Oh, was ist das denn? Da ist Gas drin. Scheiße. Auch noch das. Gasmaske eingesammelt. Wunderbar. Kann ich doch gebrauchen. Kann ich die eigentlich jetzt auswählen? Nein. Nicht direkt. Mit der Gasmaske kommen wir da hinten aber vielleicht schon mal weiter. Halten wir erstmal auf das Sevastopol-Link zu. Vielleicht kann ich ja hier noch was freigeben. Nein, ich kann hier nicht freigeben. Ja gut, super. Auf Stufe Omega sind wir jetzt sogar schon. Verkauf. Spedding, etwas Verrücktes ist gerade passiert. Sevastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird. Und auf einmal drehen die sich um 180 Grad. Nach all den endlosen Präsentationen und Touren sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt. Da ganz hinten soll ich hin. Jemand im Firmenhauptquartier musste einfach nur mit den Fingern schnipsen. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten. Da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Ken ist hier drüber nur auf Verwaltungsratsebene bei Bedarf, bis die Anteilsinhaber Bescheid wissen. Ziemliche Beförderung, wie? Okay, jetzt setzt der Wesen schon mal eigentlich mal die Gasmaske auf. Ah, ich weiß jetzt nicht, von welcher Seite ich da rangehen soll, so richtig. Oh, da lag mal was. Komponenten habe ich aber leider voll. Ausweiskarte. Die kann mir doch bestimmt schon mal helfen. Da vorne komme ich auch nicht weiter, oder? Bindemittel habe ich noch mitgenommen. Ey, wo soll ich da jetzt lang? Rechts oder links? Das ist ein bisschen verwirrend. Und hier steht Wasser. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten See. Was? Sie sollten nicht hier sein. Morgen. Ich wollte gerade sagen. Komm platzieren. Oh nein! Diese Hibis, Alter! Geh weg! So, ich habe keine Molle. Ich glaube, das war keine gute Idee. Boah, ich hasse es, Alter. Aber schlimm ist, ich habe auch keine Sachen irgendwie, um die so wirklich ernsthaft zu erledigen. Jetzt bin ich wieder am Feuerpunkt angelangt.
Ach ja, stimmt, die hatten ihn gespeichert, stimmt. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Sprengkapsel kann ich gut gebrauchen, bestimmt. Ich weiß noch nicht, wie ich das so richtig jetzt erledigen soll hier. Ich weiß nur noch, dass ich unbedingt die Ausweiskarte brauche. Unseren Hammer haben wir trotzdem. Das ist ja gut zu wissen. Also den Hammer haben wir trotzdem. Also ich könnte mit einer funktionierenden EMP-Granate auch den locker noch erledigen. Zumindest einen oder vielleicht auch zwei davon. Tür verschlossen, okay. Ich habe gedacht, mit der Rohrbombe kriege ich mehr als nur einen davon weg. So, Ausweiskarte einsammeln. Ach, das war nur so eine Ausweiskarte von so einem Crewmitglied. Ich habe was anderes gedacht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die sind gerade. Weiß nur eins, ich will hier ganz sachte erstmal vorbei. Sie können uns nie wieder beruhigen, immer erkennen. Hier piept irgendwas ganz laut. Etwas Verkehr. Damit kamen die gerade nicht so klar. Wo? Oh, die sind aufgrund der hohen elektrischen Leitung sogar in Flammen aufgegangen. Geile Scheiße. Alter, die sind buchstäblich in Flammen aufgegangen. Krass. Der hat viel dabei gehabt. Viel Schrott und so. Wenn man auffällt, hier vorne ist auch noch wie ein kleiner Tunnel drin, ne? Das muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Scheiße. Ich brauche den Strom unbedingt. Ohne Strom geht gar nichts. Ne, wie sie gerade gesagt hat, sind aufgeschmissen ohne Strom. Alle Handelsvertreter betreuen. Kommt der jetzt hier lang? Her. Ich kann nicht wieder herstellen. Scheiße, so wird das nix. Ach, ich habe jetzt auch nur eine Blendgranate, scheiße. Ich hab gedacht, wir haben das EMP ausgewählt. Das hier, ja. Oh nein, der ist EMP geschützt. Was? Jetzt ernsthaft? Was für ein Bastard? Der EMP geschützt ist. Aber er bringt nicht viel. Warum bringt vielleicht was? Ich werde sie anfangen. Ja, ja. Die zwei Robben hat er keine Chance, okay. Boah, alter Schilder.
Da steigt doch gleich mal mein Hate-Faktor, ne? Wow! Ja, nein. Mein letzter Molly. Turn, baby! Alter Scheiße, ich bin abgefuckt. Ich hab keine Mollys mehr, ich hab keine Warbomben mehr. Der brennt hier gerade schön. So, wir haben nichts mehr. Gerne ein paar Wackeln und Geräuschmacher. Und den überall für noch Komponenten. Sehr ärgerlich. Aber jetzt kann man wesentlich zu Staub zerfallen. Ja, haben wir alles voll. Und sehen einfach die richtigen Komponenten noch. Wo kriege ich den Strom wieder an? Und in wieder so einen mechanischen Klopp zu laufen. Sprengkapsel kann ich nicht gebrauchen. Es liegen so viele gute Gegenstände hier rum noch, aber ich kann einfach... Ich finde aber nicht die passenden. Apollo, da sind Androiden an der Tür. Ransom ist wie vom Erdboden verschluckt. Es gibt Probleme mit dem Gefahreneindämmungsverstoß. Synthetensicherheitsverfahren werden hinten und vorne ignoriert. Kommunikation ist abgeschnitten. Ich dachte, das sei ein Zufall, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh shit, die kommen rein. Sag Susan, dass ich sie liebe. Ach Mann. War es das jetzt gewesen erstmal? Wo sind wir denn jetzt gelandet erstmal? Da sollen wir hin, okay. Wenn sie jetzt arschlos gewesen wären, hätten sie hier jetzt auch noch welche hingelegt. Da ist noch was. Gott. Oh. Erstmal speichern. Vielleicht nochmal ein Medipäckchen vornehmen. Man kann nie wissen, was danach passieren wird. Wesen dafür habe ich noch genug Komponenten craften. Oh. Waffenlos und ja. Irgendwie auch ein bisschen planlos, würde ich sagen, oder? Wir sind jetzt schon ein bisschen planlos geworden. Ich meine, klar, wir können jetzt den Strom anschalten, dann war es das. Aber was passiert danach? Werden die Synthetiken uns dann komplett angreifen oder lassen wir uns vielleicht in Ruhe? So. Okay. Oh, scheiße. Ach, bin ich blöd. Ich hab den letzten falsch gemacht. Ich hab mich beim letzten gerade irgendwie verguckt. Ich weiß auch nicht. So, jetzt aber. Strom ist wieder an. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Serverspeicher? Ah, durchsuchen Sie die linken. Okay, gut. Wir sollen die Konsolen hier durchsuchen. Hä? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ah, ja. Die Konsolenspeicher sollen wir durchsuchen. Gut, ich weiß natürlich jetzt, dass der linke hier schon relativ unbewacht ist, weil wir hier gerade alles geplättet haben ohne Ende. So, hier sollten wir eigentlich recht... Nee, jetzt ernsthaft. I hate it. Wir waren doch aber eben gerade hier und haben alle abge... jetzt. Wie fühle ich mich gerade von dem Spiel ein bisschen verarscht? Ich weiß nicht warum, aber... Ich fühle mich gerade ein bisschen angefuckt. Ich hoffe, der geht weg da. Er rennt natürlich auch nicht genau dahin, wo ich hin muss. Nein, überhaupt nicht. Die rennen ganz komische Wege, die Androiden. Okay, ich muss einen von ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Fuck.
Wir sind angearscht. Vielleicht wollen wir auf das gute alte Versteck zurückgreifen. Okay. Passiert mal was? Im besten Fall kommt er jetzt nicht hier lang. Gut, jetzt nicht der beste Fall. Ich weiß, dass Sie hier sind. Leider, leider. Mich jetzt gesehen? Ah! Jetzt besser. Von drei Seiten? Boah! Erst dich! Alter, wie gemein ist das denn? Lass mich vorbei, Mann. Du hast noch ein Bimbo. Ich möchte einfach noch mal kurz vorbei. Okay, ich laufe jetzt in ein völlig fremdes Gebiet, wo wir noch gar nicht waren. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Natürlich sind hier auch wieder welche. Wunderbar. Alle Handelsverkunft und Herren mögen sich bei Besuch beim nächsten gelegenen System melden. Was müssen wir denn hier machen? Der war nicht gesehen. Sollen wir die in einer bestimmten Reihenfolge anschauen? Wo bin ich denn jetzt eigentlich gelandet? Da. Aber ich bin mal wieder auf der Flucht. Also können wir hier wieder rein. Oh, alter Schwede, das ist jetzt aber auch gerade ein bisschen eklig, oder? Nur so ein bisschen, aber ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühle ich mich ein bisschen angearscht. Muss am Spiel. Wo sind wir denn hier gelandet? Irgendwie sind wir jetzt hinterm Kern gelandet. Ich weiß gar nicht, ob wir hin sollen, so wirklich. Aber anscheinend schon. Keine Ahnung, was die Schalter jetzt so bedeuten haben. Ich habe keine Ahnung. Ich will einfach nur nicht nur mit dem Kern verbinden. Und ich hoffe, diese dämlichen, hässlichen Roboter kommen hier nicht rein. Wow. Finden Sie einen Weg, die Sicherheitskapazität zu senken?
einen Weg, in die Sicherheitskapazität zu senken. Wie soll ich das machen? Ich speichere jetzt erstmal. So, gespeichert habe ich erstmal. Wie soll man die Sicherheitskapazität senken? Zugriff auf den rechten Speicher, Zugriff auf den linken Speicher. Was für eine Speicher meint ihr denn jetzt da? Im Einzelnen. Hier ist der Kern. Geht ja so schnell, da kann man ja gar nicht so schnell schalten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich überlege gerade, wo wir das irgendwie Kernnavigation. Gerade ob wir hier wirklich richtig sind oder ob wir noch was anderes machen müssen vorher. Aber das kriegen wir ja hier nie so schnell. Ist ja, kriegt da kein Mensch so schnell hin. Ah, ich sehe schon, wir hätten diese kleinen Dinger hier erst noch hacken müssen. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Wie ging die denn eigentlich nochmal? Gesperrt? Habe ich mich jetzt selber ausgesperrt? Ich dachte gerade, ich habe gerade gar nicht gedacht, ich habe mich selber ausgesperrt. Also, wir fangen mit Tunnel mit 20 Hiwis drumherum, also mit 20 Syntheten. Wunderbar, das kann es nicht geben. So, wie sollen diese Dinger? Oder auch nicht? Hä? Ist jetzt irgendwie auch schon gesperrt? Jetzt bin ich verwirrt, tut mir leid. Jetzt hat das Spiel es geschafft. I'm a little bit confused. Confused. Können wir den Leben jetzt hier ein bisschen schneller machen? Oh, jetzt ist die Zeit endlich mal ein bisschen normal. Das andere war ja unmenschlich. Das ist immer noch unmenschlich schwer. Scheiße. Na, fast geschafft. Okay, jetzt musst du ganz genau wissen, was du machst, das ist das Problem. Man muss echt verdammt viele Dinger durchdrücken. Oh, ich hab's geschafft, oder? Okay, dienen Sie Apollo zu Rate. Jetzt bin ich gespannt. Dann hat die Menschheit sich aber ganz Tolles einfallen lassen, wa? Eine Mega-KI, die einfach mal so Scheiße bauen darf. Wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? Spricht jetzt noch unser kleines Roboter-Männchen oder was? Okay, ich glaube, ich speichere jetzt noch mal ganz kurz weg. Das habe ich mir verdient. Ja, ich will speichern. Ah, Mann. Ah, da geht ein Türchen auf, da kann ich Rinnen stiefeln. So, dann wollen wir mal Apollo die Hände schütteln gehen. Aha. Es sieht so eine kranke Scheiße aus, Alter. Hallo, Apollo.
Ich bin der Peter. Nein. Negativ? Was zur Hölle? Wählen Jutan? Only Factory, Perch. Zwei Tage nachdem wir los sind? Das kann nicht wahr sein. Was? Wählen Jutani hat die Einrichtung gekauft? Hundesöhne. Na, auf jeden Fall. Es ist nicht auf der verdammten Station. Zertifiziert. Was ist das? Wie doch wieder eine Station? Untersuchen Sie den zentralen Reaktor. Okay. Die ist jetzt, wirklich noch ein Alien auf der Station? Ey, hast du dir mal meine Munitionsvorräte angeguckt? Ich bin abgefuckt. Verlassen Sie Apollo von unterhalb des Kerns. Ich hasse diese. Nein, ich hasse dieses Spiel nicht, aber ich hasse diese KI. So, ich hätte das nochmal, weil ich habe das gerade gespeichert. Ah, guck mal einer an, da kommt der Leiter raus. Wunderbar. Na gut, da geht's anscheinend schon wieder weiter. Gut. So, und damit sind wir auch mal wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du gruselst dich gerne mit mir und wir sehen uns in der nächsten Folge bestimmt wieder. Bis dahin, ciao, Jungs, bis dann.